Die islamische Tradition verbot den Nichtern, den weiblichen Körper zwischen Knöchel und Schlüsselbein zu beschreiben. Eines Tages wurde dieses Verbot aufgehoben, was der Dichter Islam Kuhl folgendermaßen kommentierte. Allah hatte uns untersagt, ein Verbote mit Worten zu rühren. Unzählige Dichter besangen die Wangen, die Finger. Wie einen Schleier wollte die Feder den Saum deines Kleides lüften. Es drängte mich, von deinen Hüften und Schenkeln zu schreiben. Ich hatte genug von Gazellen, von Augen wie Mandeln, von Zöpfen, Fangschlingen gleich, von Juwelen und Monden. Ich beschrieb meine Qualen und las das Gedicht einem Bettler vor. Da weinte der Bettler, umarmte mich und gab mir Geld. Und jetzt, endlich ihr Dichter frohlocket, es kommen selige Zeiten. Frau, zieh dich aus, schaut her, die Freiheit ist nackt. Ist es wirklich erlaubt, über alles zu schreiben, fragte der Christ. Und die Antwort war süß wie ein Traum. Vorwärts, Herz, ab jetzt wird sich alles verändern. Mein unglückliches Volk wird von nun an wissen, wie Erfolg riecht. Das bisschen Verstand büße ich ein zu unbändiger Freude. Ich gebe mich dichtend haltloser Leidenschaft hin. Götzentempel zu fallen, ein Hoch auf die Herdenimpulse. Wir warfen die Götzen der Angst schwungvoll den Hang hinab. Freiheit, schrie ich mit gellender Stimme begeistert. Freudig riss ich mir die Mütze vom Kopf und warf sie aufs Dach. Seither sind Jahre vergangen. Vergessen sind längst alle Verse. Meine Mütze versuche ich zu holen und komme nicht ran.